Ja, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The Old Blood in der internationalen Edition, immer sonntags bei mir auf dem Kanal. Das wisst ihr ja, wenn ihr öfter schaut oder schon mal reingeschaut habt. Für alle die, die das erste Mal reinschauen, das ist nicht Blind. Blind spiele ich das Ganze immer am Mittwoch davor in der deutschen Version und hier wiederhole ich quasi diese Folge für die, die nur die internationale sehen wollen. In dem Sinne, in der letzten Folge haben wir BJ's Traum gespielt vorm Gasthaus, im Chapter 5 meine ich ist es. Und wir sind mittlerweile auch in Folge 17, glaube ich. Meine Fresse, das sieht sich ganz schön bei mir hier mit meiner Spielweise. Naja, so ist es halt. Aber wir werden jetzt ins Gasthaus gehen. Auf geht's! Ja, wir haben die Welt erforscht. Wir werden die Welt beherrschen. Ja, zum Glück nicht. Da habe ich was dagegen. Der BJ mit seinem Oberkörper-Freimodus. Auf geht's! Ja, der... Da unten ist er übrigens... Ja, wir haben Find Agent 2's Haus. Das machen wir jetzt auch. Mal gucken, ob er... Mein Freund! Mein großzügiger Nazi-hassender, halbnackte Irre. Ja, ich bin der halbnackte Irre. Ich würde dir gern... Also nicht Irre, der Irre. Ich würde dir gern was... Kein schlechtes Omen. Vielleicht räumt er dieser verfluchte Stadt endlich auf. Komm, geh schlafen, da kann ich dir Geld geben. Wird mir nichts passieren. Nichts. Das war doch so. Ich bin ja damals hier reingegangen, hab hier geschlafen. Wir könnten das wahrscheinlich wieder tun, das machen wir natürlich nicht. Aber ich glaube, jetzt kann ich ihm... Jetzt! Wir geben dir nochmal Geld, das machen wir auf jeden Fall. Und begeben uns jetzt zu Agent 2. The Baker Shop. Kessler, I found Agent 2's house. Thank God. Contact me when you have the folder. Ja, wenn ich den Ordner habe, die Akte, dann soll ich mich wieder melden bei ihm. Und die werden wir uns jetzt holen. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Die Narzissen singen in Moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Alles klar, das Basement Window soll ich nehmen. Das soll ich nutzen. Hier kommen wir nämlich nicht rein. Das funktioniert nicht. Da ist der Stein, den wir machen sollen. Ich will nochmal schnell gucken, dass ich hier irgendwo Gold liegen lassen habe, weil das nicht gespeichert hat. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich bin mir nicht sicher, ob hier oben Gold lag irgendwo. Aber ich glaube nicht. Nicht, dass ich das verpenne und liegen lasse dann. Das muss ja nicht sein. So ein bisschen Fahrrad fahren würde ich auch gern. Ja, hier haben wir gewütet. Da war auch der Scharfschütze, den ich erwischt habe. In der deutschen Version ja kläglich gescheitert. Habt ihr nicht gefunden. Da war der, glaube ich, auch nicht da. Der ist einfach nicht da gewesen. Okay, hier gibt es nichts weiter zu holen. Also dann holen wir den Stein. Also, nee, holen wir den Schlüssel vom Stein. Du schläfst mal schön weiter da. Lauft euch die Hintertür. Hier war niemand, das weiß ich noch. Wir sollen jetzt hier durch. Aber hier, doch, hier sag ich doch, da ist Gold. Ich hab's gewusst, das kommt aber jetzt erst. Okay. Ja, dann. BJ, benutze mal dein Rohr. Ja, du halbnackter Ira. Da war die Maus. Bloody hell. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, you're Agent 2. It's Nurse Inga now. Okay. Schwester Inga. Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. So ein bisschen Tee. So this is where they transferred you. Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her.
But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Ja, jetzt haben wir den BJ-Oker frei, auch hier freigeschaltet. Da können dann sehen, in der deutschen Version habe ich das ja gar nicht gerafft, dass der Dorfsäufer draußen gesagt hat, hier halbnackter Irrer. Da habe ich erst mal drauf geachtet jetzt. Und da seht ihr ihn, den Muskelbrocken BJ Blazkowicz. Wir können uns übrigens auch hier hinsetzen. Pippa. Die heißt ja tatsächlich jetzt Pippa, nicht Piper. Ich hätte Piper gesagt. Ja, er hat doch jetzt in der englischen Version Pippa gesagt. Naja. I'm not revolted by the size of your shirtless torso, BJ, but you need to blend in. Ja, ich zieh mir ja was an. Ist ja gut. Mensch, Pippa, krieg ich ein. Da hinten ist nochmal Gold, das nehmen wir uns mit. Zack. Lebensenergie auffrischen brauchen wir nicht. Was haben wir denn noch hier? Da sind wir her. Nee, doch. Nee, das, da können wir nicht raus. Da wollten wir erst rein. Wir müssen ja unsere Waffen abgeben. I can appreciate your finely sculptured physique, BJ, but you need to have clothes on for this mission. Ja, alles gut. So, hier, da haben wir nochmal die Notiz von Pippa. Das scrolle ich jetzt eine Runde in der deutschen Version. Am Mittwoch vorher habe ich es vorgelesen. Wenn ihr das genau wissen wollt, könnt ihr das ja durchlesen. Da nochmal oder hier selber. Das Einzige, was hier wieder anders ist, ist The Nazis. Also nicht das Regime, ne? Das ist ja geändert worden im Text in der deutschen und englischen Fassung. So, das muss reichen. Könnt ihr euch anhalten, wenn es zu schnell ging zum Lesen. Dann der Brief noch, Wesleys Brief. Den habe ich gar nicht gelesen in der deutschen Version. Verdammter Mist. Ich glaube, den habe ich gar nicht gelesen. Hier, Pippa, blabla. Ich mache das jetzt auch schnell. Das ist jetzt dann so, dann habe ich es halt nicht gelesen. Fertig, haltet euch an. Wir wollen hier nicht ewig nur Briefe lesen, wir wollen spielen. Und wir wollen hier Nazi-Schergen aus dem Weg räumen. So, wir haben weiter nichts mehr, außer die Lebensenergie, die wir holen können. Wir müssen unsere Waffen abgeben und dann sollen wir ja da runter, ne? Ah, da oben die Karte. Doch, die hätte ich fast vergessen. Die holen wir uns schon noch. Ja, da liegst du, ne? Guckst du nicht mehr so. Erhaben. Leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these Burks like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. Wie er da alles reinschmeißt. Ich finde die Szene immer noch so gut. Wo holt er denn das alles her, ey? Oh Mann, ey. Komm schon, Pippa, du schaffst das. Come help me with this, Blazko. Warum? Ja, ist ja gut. The tunnel is a 9.4 meter swim to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Ja, Pippa, jetzt stehst du wieder da, hier wie das letzte Mal, ne? In der deutschen Fassung. Und regst dich auf, dass ich nicht gleich reingehe. Pass auf, los, schimpf. Schimpf, Pippa, Piper. Was auch immer. Go on then, love. Get into the tunnel. It will take you to the well and up to the tavern's backyard. Ja. Unterirdische Probleme. Auf geht's, rein da. Spiel gespeichert. Hope them hinges don't rust till I get back. So, da geht's weiter. Lag hier noch Gold rum in dem Tunnel. Jetzt bin ich ein bisschen... Oh, da will ich nochmal... Ich glaube, ich habe es in der deutschen Fassung auch gemacht. Es war für den Allerwertesten, aber... Wir brechen uns ja keinen ab, wenn wir ein bisschen Schwimmtraining machen hier mit ihm. Nee, hat er nicht. Alles gut, es geht nur davor. Wir haben dann tatsächlich nur das Messer. So ein Mist. Und dürfen jetzt den Ober spielen. Naja. Ah, alles klar. Wir hatten doch das Messer, oder? Das Messer haben wir ja trotzdem. Dann werden wir mal darauf wechseln. Und ein bisschen schleichend hier. Und dann entziehen. Da ist das Gasthaus. Da ist der erste Hund, den wir leider töten müssen. Ansonsten fallen die uns an. Ist hier noch irgendwas anderes, außer das Pack, das Medipack?
Ja, okay, Rüstung sind wir auch voll bis oben hin. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wir gucken mal hier hin, da nicht, dass auch noch wieder irgendwo Gold hier rumschwört. Sieht nicht so aus. Ja, ihr, da feiert mal eure Party. Ich krieg euch. Ah, wir nehmen ihn mit. Dem Locus war doch auch noch einer, genau. Und da hinten ist das Gold, glaube ich. Haha, ich hab's gewusst. Da war noch Gold. Ich hatte es noch so im Kopf. Mir tut es ja um die Hunde echt leid jedes Mal, ne? Aber, ja. Sie sind halt auch ideologisiert. Die müssen weg. Das bringt nichts. Mann, Mann, Mann. Mehr ist hier, glaube ich, nicht mehr gewesen, gell? Waren nur die Hunde. Hier kommen wir nicht rein. Verboten. Da ist der Locus. Können wir nochmal einen Angstschuss lassen. So, auf geht's. Da ist wieder das Mäuschen. Cousin Wilma on the dive bar in Mesquite. Earned my first dollar there. Spent it all on rock candy. Sweet, sweet candy. Ja, sweet, sweet candy. BJ in Englisch hört sich schon anders an. Also ich kann es ja verstehen, wenn Leute da das lieber so haben wollen. Ne? So, hier haben wir die Map für die Taverne. Da ist die Schürze, die wir brauchen. Aber wir lesen erstmal noch hier, was hier so rumhängt. Also ich lese es nicht. Ihr könnt es selber lesen in Englisch. In der Deutschen habe ich es vorgelesen. War ganz witzig. Da geht es um die Schaps, was sie für Wein mag und was nicht. Und dass er fast am Arsch ist, weil er in seinen Gehilfen nur Scheiße baut. Ja, ganz grob überflogen. Haltet es euch an, wenn es euch direkt interessiert. Genau, dann könnt ihr hier die englische Version euch selbst übersetzen. Auf geht's. Zack, weiter. Haben wir da noch irgendwas gehabt? Nicht, dass ich noch einen Brief für Penne hier. Ein Messer gab es doch noch irgendwo, oder? Gab es hier nicht noch ein Messer, was ich mitnehmen konnte? Ja, oder auch nicht. Ich dachte, da war noch eins irgendwo angespickt. Nee, sieht nicht so aus. Ein Beil. Ja, so ein Beil würde ich auch gerne nehmen. Hier zur Not. Ja, ja, ja. Da geht's wieder durch im Kopf von mir hier. Ja, wir müssen das Tablett nehmen und wir müssen... Die Zettel hier sind alle nur witzlos. Mehr ist hier nicht zu holen, also ab an die Schürze. Ja, und das Tablett müssen wir ja auch nehmen. Ja, dann auf geht's mit dem Rotwein Richtung Helga von Chaps. Da liegt doch ein Messer. Das hätte ich nicht mitnehmen können. Spiel gespeichert. So, jetzt guckt sie euch an hier. Noch sehen sie alle sehr gesund aus. Rudolf meint, dass sie heute den Weg hinein öffnen werden. Das ging aber schnell. Ich weiß, die Ausgrabungen sind sehr gut gelaufen. Helga treibt uns zwar ziemlich an, aber sie ist sehr effizient. Und sie ist sich nicht so schade, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Ich kann das Ende kaum erwarten. Was? Willst du nicht wissen, was dort unten los ist? Ich meine den Krieg. Wir wissen, dass wir ihn gewinnen. Und ich frag mich, warum sie ihn nicht endlich beenden. Damit ich zurück kann zu Christine. Ich weiß. Da zieht sich etwas. Die Alliierten sind klar unterlegen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber hast du von dem Kerl gehört, der aus Burg Wolfenstein ausgebrochen ist? Ein Amerikaner. Der muss was drauf haben. Ja. Amerikaner. Deutschem Stahl ist er nicht gewachsen. Oh, ich wette, dass er gerade hier irgendwo lauert. Ja, wenn ihr wüsstet. Ihr werdet nachher ganz anders aussehen, das weiß ich auch schon. Ich brauche Nachschub, bin gleich wieder da. Ja, ihr seht aus, alle gleich, ne? Der ist fertig mit der Welt hier. Der Wauzi-Wuff tut uns nix. Alle voll bis oben hin hier, wie die Eimer, haben sich zugelötet. Und hier, ey, übelst die Jagdtrophäen. Also wer sowas braucht, macht das als ich, bräuchte es nicht. In dem Sinne, weiter geht's hier. Wir wollen heiraten. Ich hab's auf dem Toilettenboden gefunden. Was soll ich denn sonst damit machen? Okay, er hat's auf dem Toilettenboden gefunden. Ich glaube, ich weiß nicht, geht es um die Notiz hier? Die Notiz von dem Offizialbart, die könnt ihr euch auch wieder schön durchlesen in Ruhe. Ich werde das jetzt abbrechen. In der deutschen Fassung habe ich es vorgelesen. Also, weiter geht's.
So, der da hinten jammert, dass er rausgeschmissen worden ist von seiner Frau und bla bla. Hey, Ober! Reicht. Frau Ober, Sturmbahnführer von Schatz. Ich bin derselbe Mann, bitte. Ja, die verlassen mit seinen Kindern. Das haben wir in der deutschen Fassung auch komplett angehört. Das ist viel zu leise. Wir gehen jetzt mal direkt zur Frau Schaps. Sie dreht nämlich schon am Rad. Hört mal hin. Ich will da gar nicht rein. Ich will nicht zu der. Gaganöre. 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 Was? Anna, bitte. Anna, bitte. Anna, bitte. Was? Anna, bitte. Anna, bitte. Gaganöre. Fürstulle. Was, Fürstulle? Fürstulle. 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 Was machen die da? Anna, bitte. Fürstulle. Ja, komm, draufgeschissen. Ich weiß nicht, was die Chaps da treibt mit dem. Wenn ich jetzt da reingehe, dann ist es ja vorbei. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. General Strasse will Ergebnisse sehen. Und ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Oh ja, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schreiner, Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? Mein lieber Ober, Sie wirken so angespannt. Stellen Sie den Wein hier auf den Tisch. Okay, also, alles klar. Wir müssen das sowieso so tun. Ist da hinten noch was? Ah, hier liegt was? Das hab ich gar nicht gesehen damals. Ein Brief von der Chaps. Ich Idiot. Ober, keine Angst. Schreiners Letter? Das habe ich in der deutschen Version voll verpennt. Glaube ich. So ein Mist. So ein Dreck. Was hat denn der da geschrieben? SS Reichshauptmann Berlin. Bla bla. Also das muss ich jetzt dann doch noch vorstammeln. Das tut mir leid. Das habe ich in der deutschen Version nicht gesehen. Auf Anordnung von General William Strasse wurde ich damit beauftragt, das König-Otto-Projekt in die Hände zu nehmen. Wie Sie sicherlich bereits wissen, hat der General seit geraumer Zeit ein Auge auf Ihr Projekt. Oh, wie geht denn das? Wie konnte ich denn das scrollen? Das geht irgendwie nicht. Hä? Ich will das angucken jetzt bitte. Komm schon. Auf Anordnung von, genau. Und jetzt? Ah, hier unten muss ich scrollen, alles klar. Wo waren wir jetzt? Hat der General seit geraumer Zeit ein Auge auf ihr Projekt geworfen. Er war von schnellen Ergebnissen ausgegangen, die uns taktische Vorteile gegenüber den Streitkräften der Alliierten verschaffen würden. Aber sie konnten bislang nichts dergleichen vorweisen. So, wie geht's weiter? Dass wir bereits zusammengearbeitet haben, bin ich mir ihrer Fähigkeiten bewusst, die sie durch die Entdeckung der Pergamente von Istanbul, die für die Entwicklung von General Strasses neuen Kriegsmaschinen von größter Bedeutung sind, noch einmal unterstrichen haben. Aber ich mache mir Sorgen, dass sie vergessen könnten, was wirklich wichtig ist und stattdessen persönliche Vorlieben nacheifern. So, wie geht's weiter? Aus diesem Grund habe ich beschlossen, selbst nach Wolfsburg zu reisen, um zu sehen, wofür sie das viele Geld für ihre Abteilung bisher ausgegeben haben. Ich werde bald eintreffen. Sturmbannführer Emmerich Schreiner. Alles klar, das ist der Herr Schreiner hier jetzt gewesen, mit dem sie sich da jetzt gerade gefetzt hat. Okay, ja gut, dann haben wir es jetzt in der englischen Version halt vorgelesen. Ist wenigstens deutsch gewesen. Oh Mann. Ja, machen wir weiter. Komm, auf geht's. Aber den Brief habe ich echt verpennt. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen, ich bring Helga. Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. So, schnell raus hier. Warten Sie. Fuck. Was jetzt denn? Ich weiß es ja. Okay, got the folder from Helga. Hell, that was easier than I thought. No, I just need get
out of this point. Ja, aber wir kommen jetzt hier nicht mehr raus. Das seht ihr ja, wie er hier steht, wie er sich freut, wie er mir das Gewehr ins Gesicht hält. Ja. Was soll ich, was willst du denn von mir? Setzen Sie sich. Ja. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Schon ist so richtig schön irre, ne, die Alte. Probieren Sie den Wein für mich. Na, ich weiß, ich will nicht, aber ich muss. Los, probieren Sie. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Wie sie dran riecht. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Da sitzt sie da ganz selbstgefällig, dieses Miststück, ne? Und zwingt mich, den Wein zu saufen, weil sie im Hinterkopf da weiß, da hinten steht der Typ mit der Empio, kann mir in den Ranzen schießen. Franz. Ja, ist ja gut, der Franz trinkt für dich. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy. Do you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz. Oh. Kommen, Frau Obersturmbannführer von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Jetzt will ich wissen. Was ist los, Eberhard? Sie haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Fassen Sie nichts an, hören Sie! Ich bin gleich da! Auf Wiedersehen. Erschießen Sie ihn. Alles klar, ich wollte wissen, was passiert, wenn ich das Messer nicht greife. Das habe ich in der deutschen Version nämlich gemacht. Ich wollte die komplett anhören, die Olle. Na toll. Do you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Sie haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? So, Freundchen. Nochmal schießt du nicht auf mich. Haha. Jetzt weiß ich das wenigstens, was da passiert, wenn man sich's komplett anhört. Man stirbt. Naja. Bevor das Ganze
ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. So, The Ruins, Chapter 6. Da sind wir angekommen. Im Kapitel 6. Mein Mäuschen, da bist du wieder. Looks like a dusty old map. What secrets are you looking for, Helga? Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Okay. Wir sollen zurück zum Boothaus, ne? Need to get back to the boathouse. Check up on Kessler and Annette. Plan out a new strategy. Ja, strategy. So, was haben wir hier? Das haben wir auch gelesen, meine ich. Ja, Januar 12. 1946. Das haben wir gelesen in der deutschen Version. Bin ich mir sicher. Ich scroll runter für euch. Ihr könnt euch das dann wieder anhalten. Um es komplett zu lesen selber, wenn ihr wollt. Die deutsche Mission, die deutsche Version ja meiden. Das gibt es ja auch. Ist ja auch legitim. Kann jeder so sehen, wie er will, ne? Ah, da liegt ja einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Der wurde erschlagen. Aber da gibt es nichts zu holen bei dem, oder? Hier waren meine Waffen nicht drin. Aber es gab hier noch was. Gab es hier noch irgendwas zu essen? Eine Bratwurst könnte uns noch ein bisschen heilen. Wir haben nur 50 Lebensenergie. Das ist nicht gerade viel. Und ich glaube, ich bin aufs Messer gegangen. Damals. Ist, glaube ich, besser. Das Messer ist besser. Da liegt doch... Ich will das Schwert, was du hast. Oder was auch immer. Was ist das? Ja doch, gib mir doch... Na, das ist der Griff abgebrochen, oder? Sieht zumindest so aus. Da können wir es ja gar nicht nutzen. So ein Dreck. Da liegt auch noch was. Note from Helga. Ja, das haben wir auch gelesen in der deutschen Version. Also haltet euch das wieder an jetzt. Ich überspringe das jetzt hier. Zack. Mehr gibt es hier jetzt nicht zu holen. Hat er jetzt das Messer geworfen? Ich hoffe nicht. Wechsel mal auf dein Rohr, Freundchen. Schlager ist kaputt und wir gehen da durch. Ja, da können wir unsere Lebensenergie ein bisschen auffrischen wieder. Wieder auf 100 wenigstens, aber Rüstung haben wir halt gar nichts mehr. Voll im Eimer. Der Herr Blaskovic. Da hinten haben wir Munition, das sollten wir alles mitnehmen, weil wir sind ja komplett leer. Wir haben ja gar nichts mehr hier an Waffen und Gedöns. Gold und so ein Kram liegt hier, glaube ich, nicht rum. Da haben wir nochmal Helme. Da sind wir schon mal bei 10. Rüstung wieder. Hier brennt alles. Normalerweise würdest du ja natürlich rausrennen wie ein Irrer. Hier können wir uns ein bisschen hochpimpen. Ah, jetzt hat er sich overcharged. Ja, ich dachte es mir, das hätte ich jetzt nicht machen brauchen. Munition für die Pistole, die ich ja leider noch nicht habe. Da hinten ist das Gold. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. 41 haben wir jetzt hier. Den Helm auch. Und er ist auf jeden Fall nicht gesund. Hier ist nichts mehr zu holen. Wenn ich was vergessen habe, dann schlagt mich gerne. Ja, dann ist es so. Jetzt wird's blöd hier. Ich nehme es vorweg, der Spießrutenlauf beginnt. Jesus Christ! No! Ich muss hier weg! Ich muss hier raus! Oh, die schlagen mich, die hauen mich! Ich sterbe hier! Nein! Weg hier! Überall! Ich habe echt das Gefühl, die Version ist echt schwerer! Das gibt's doch nicht! In der Deutschen bin ich einfach durchgerannt, ohne Probleme! Ich habe das Gefühl gehabt, hier war ein Nazi-Zombie mehr! Das gibt's doch nicht! Also, das ist mir jetzt nicht zum ersten Mal passiert hier! Ach, ich bin schon hier unten. Da ist nochmal Gold. Das lasse ich nicht liegen. Jetzt, weil ich jetzt gestorben bin, konnte ich das Gold einsammeln. Das ist ja unfair. Jetzt kann ich mich ja richtig umschauen, was hier noch gibt da hinten. In der deutschen Version wäre ich auch einmal gern gestorben, damit ich das Gold nicht vergessen hätte. Hey.
nicht so lange warten dürfen, glaube ich. Nein! Lasst mich raus hier, Mensch, ihr Penner! Das gibt's doch nicht! Du darfst nicht warten, bis sie da drin sind. Du musst echt schnell sein jetzt. So ein Mist! Wo ist das Gold? Wo bleibt das Gold jetzt? Ich will das Gold mitnehmen. Einmal. Wo hatte ich jetzt das Gold gesehen, beflixt? Jetzt kommen die schon wieder hier rein und ich krieg das Gold nicht mehr, wa? Ich stell mich schon wieder an. Das gibt's doch nicht. Ja, vergesst es. Jetzt ist... Ja, komm ich nicht mehr raus. Du musst hier direkt durchrennen. Du hast du keine Chance. Ey, jetzt sterbe ich mich hier durch. Das ist ja wohl nicht wahr. Die kommen ja schon hier reingerannt. Ja, so schaffe ich das. Das ist doch bescheuert. Ich will das Gold haben, ihr Penner. Haut ab, Mann. Ihr Penner, echt, ich kann da nicht, ich will und überhaupt, ich brauche die Knete, ich brauche das Gold, ich bin eine arme Sau. Das kann ich, wo ist denn das? Ich habe doch das vorhin gesehen hier. Wo war das Gold jetzt hier? Verflixt. Das ist doch nicht wahr, ich kann da echt nur durchrennen. Ist die Kohle jetzt auf... das Geld auf... Ach man, die Kohle... Das Gold aufgenommen, weil ich es aufgenommen habe hier einfach, oder was? Hier ist kein Gold mehr, oder? Jetzt ist mir jetzt egal, wenn ich jetzt nochmal krepiere, dann krepiere ich. Ich will wissen, wo das lag. Schrotmumpel, hier ist alles voll. Das habe ich auch nicht gesehen da oben. Vielleicht muss ich auch jetzt warten, bis die hier reinkommen. Oder es gibt einen anderen Weg, den ich übersehen habe. Das ist noch eine Rüstung, guck mal. Ich brauche nur eine Waffe. Gib mir nur eine Waffe. Ja, die stehen jetzt da vorne sinnlos drin. Ich habe jetzt keine Chance mehr rauszukommen. Könnt ihr vergessen. Das war's. Ist durch. Die kommen ja nicht hierher. Die klitschen jetzt hier rum. Können wir uns schön angucken, die Affen. Oh, ja doch, er kommt. Aber weiter kommt da nicht, wie es aussieht, oder? Du Pisser, du Elender! Ah! Scheiße! Nein! Jetzt sind sie ja voll am Rennen! Du spitzt ja wohl! Erschrocken! So ein Arsch! Also wir werden das dann nachher so machen, dass ich wieder vorbeirenne an allen, weil das Gold scheine ich dann doch gekriegt zu haben. Demnach, aber hier komme ich jetzt nicht mehr durch. Der kommt jetzt da unten ewig angedümpelt. Haut mir jedes Mal einen von Latz, wenn ich jetzt hier warte, wa? Die anderen zwei sind ja auch noch da. Komm schon, renn! Du elender, ekliger, hässlicher... Wie kannst du mit so einem Fuß rennen? Wie geht das? Das geht doch eigentlich gar nicht. Nein, scheiße! Naja, hier komme ich jetzt auch nicht weg. Jetzt hängt er da oben. Jetzt haben wir den einen schon mal geholt. Und der andere kommt auch wieder runter. Nein, 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 nein. Jetzt ist echt blöd. An dem komme ich halt nicht vorbei. Ich kann da machen, was ich will. Es geht nicht, oder? Doch. Oh, ich bin vorbeigekommen. Aus jetzt hier weg. Schnell weg da. Oi. Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Die Gadgets, ja, ja, alles gut. Doch, Pippa, nein! Pippa, behind you! Doch, warum? Der Mann hat sie tatsächlich nicht gekillt, oder sie hat ihn gekillt und er wurde doch lebendig. Dieser Penner. Ich muss ja, Pippa, es tut mir leid.
deserved a better fate than this, Pippa. Hat er gesagt, sie hätte ein besseres Ende verdient? Jetzt kommen sie da oben. Ruhe jetzt hier da oben, ihr Penner. Mich ist lang genug gestresst. Ich glaube, das war einer mit Gewehr. Dann schauen wir uns nochmal bei der Pippa um hier. Armes Ding, echt. Gab es noch was weiteres zu holen hier für mich? Hier gibt es noch Messer. Das ist, nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber Bombenschuss, den ich übersehen habe. Oder hätte. Hier stampft was. Ich glaube, das sind meine eigenen Schritte gewesen, jetzt, die ich da gehört habe. Ich habe nur noch 50 Lebensenergie. Ist das dein Ernst? Haben wir nicht noch irgendwo was, um mich zu heilen? Komm schon. Irgendwo versteckt hier hinten. Oh, da rennt jemand. Ich höre wirklich Schritte. Irgendwo da oben rennt einer rum. Alles klar, da war was. Voll die Psychomucke. Hey, Mann, Mann, Mann. Komm ich denn da rein? Gar nicht. Da scheint aber auch nichts zu sein, was wir brauchen. So, wir wechseln auf jeden Fall von der auf. Eventuell die Schrotflinte, hatte ich gesagt. Ja, so können wir das machen. Aber war ja klar, dass die Nazi-Zombies kommen, oder? Das habt ihr ja eigentlich alle gewusst. Du hässlicher! Widerlicher! Seuchter! Ihr widerlichen Verseuchten! Ja, komm du mal hierher. Ich hab was. Ich hab eine Idee mit dir. Komm schon, jetzt komm hierher gelaufen. Verkünstel dich nicht da hinten in dem Gang. Was ist denn mit dir jetzt, Freundchen? Sieh zu. Du brauchst ja ewig. Wie er geplatzt ist. Ach ja, okay. Hätten wir den auch. Aber hier kommt noch mehr. Die kommen sogar vom Dach. It's raining Zombie. Geht hier schon los. Lassen wir mal die Köpfe platzen. Boah! Oh nein, ich hab's gewusst. Da war doch noch so ein Scheiß unten. Da bin ich der Deutschen schon erschrocken. Oh Mann. Verflixt, Junge. Echt. Mach nicht sowas mit mir, ihr Penner. Er hat auch noch Munition liegen lassen. Alles mitnehmen hier. Nichts liegen lassen. Ja, du. Mit dir mache ich auch was anderes. Guck mal, da kommen noch mehr, glaube ich. Alles klar. Oh, das war nix. Das die waren zu nah, da waren zu weit weg. Freundchen, nicht mit mir. Wo ist der andere? Deinem hässlichen Hut, Junge, du schießt ins Feuer, genau. Hat der irgendwie was gehabt? Nee, gell? Hat er nicht? Auf die Knie vor mir, Junge! Oh, Mann, 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 ey.
Oh, hier geht der ab, ey. Das Messer in den Kopf geschmissen. Ich dachte, ich hätte Granaten. Ich habe keine Granaten. Ernsthaft? Wieso habe ich keine Granaten? Ich habe irgendwo Granaten übersehen. In der deutschen Fassung habe ich die doch gesprengt, die Jungs. Hä? Da müssen wir nochmal gucken. Irgendwo sollten hier Granaten rumflacken. Ich habe die ja gehabt. Also so ist ja nicht. Aber hier war doch nichts. Bei der Pippa habe ich doch extra geguckt. Also ich bin mir echt sicher, dass ich in der deutschen Fassung hier Granaten irgendwo eingesammelt habe. Und die dann oben auch benutzt habe. Also richtig mistig und böse. Aber hier sind keine. Das sind ja Mist. Ich wollte gerade eine Granate schmeißen dahinter in die Ecke, wo die sind. Da kommen wir nicht rein. Bin ich einfach blind? Sehe ich die gerade nicht? Sie irgendwo versteckt sind und ich laufe vorbei? Irgendwie nicht. Also die habe ich dann... Die gibt's hier da in der Fassung dann tatsächlich scheinbar nicht. Das ist ja mies. Ich wollte die alle sprengen schön hier hinten vielleicht. Da war noch mal Shotgun-Hammerslugs, ne? Aber... Das waren die nicht. Ich bin einfach wirklich blind. Ich habe die irgendwo übersehen hier. Da liegt der Kollege mit meinem Messer. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Munition auch wieder. Da finden wir die Granaten erst hier hinten irgendwo. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich sterbe in der englischen Fassung öfters als in der deutschen, obwohl ich weiß, was passiert. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu unvorsichtig bin dadurch. Das kann natürlich auch sein, dass ich absichtlich hier versuche durchzurushen. Und dann nur mehr da, alles klar, die kam doch erst später. Schnauze hier, Leute, ey, ihr geht mir auf den Sack mit so einer schlechten Aussprache. Das funktioniert ja mal gar nicht. Gibt's hier noch einen Brief vielleicht zu finden, ey, gell? Oder irgendwas? Schießt der mir echt den Rücken? Komm schon, zeig dich, du Widerling. Jetzt komm halt hier reingewackelt, meine Güte, ihr braucht aber auch. Kurz und schmerzlos war das. Du hässlicher Elender. Wir gehen in größerem Abstand da rein, von hinten. Oh, Mann, und wieder! Das gibt's doch nicht! Ich guck extra noch hoch, weil ich's eigentlich wusste, dass er kommt, der Penner. Oh, Gold! In der deutschen Fassung habe ich's nicht gesehen. Du Mist! Was einem dann immer auffällt, wenn man langsamer durchgeht, weil man ja weiß, was hier kommt, so grob, ne? Da übersieht man dann doch so einiges. Oh, wie die platzen, Alter. Das ist so gut gemacht, echt. Nein! Ich hab Messer geschmissen, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eine Granate werfen. Das Messer in der Wand. Ich habe es gleich erkannt. Du schießt nicht auf mich. Forget it. Ich glaube, hier habe ich in der deutschen Version freigeschaltet, irgendwie Granatengürtel, weil ich da so viele mit Eimer weggesprengt hatte. Das habe ich jetzt leider nicht geschafft. Ja, so ist es dann halt.
Mehr können wir hier nicht holen. Sehe ich das richtig? Schade, ich hätte die Granate gerne für mehr genutzt als für einen, aber ein paar sind ja wenigstens pulverisiert worden von den Schergen hier. Und mehr kriegen wir auch nicht zu holen. Alles gut? Na denn? Gold haben wir gefunden, was ich in der Deutschen nicht gefunden hatte. Alles klar. Mehr gibt's hier nicht. Und hier wird das Spiel jetzt speichern, ihr Lieben. Dachte ich zumindest. Warum speicherst du nicht, Spiel? Da speichert das Spiel, habt ihr es gesehen? Wir werden hier in der internationalen Version fortsetzen, denn in der deutschen haben wir hier auch aufgehört. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo, dass ihr dranbleibt. Ich bin raus und habt einen schönen Abend. Bis auf die nächste Metzelfolge in Wolfenstein The Old Blood Zombie-Apokalypse hoch 10. Ich bin raus, habt einen schönen Abend. Wie immer auf dem Kanal. Tschö mit Ö.